loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Yeah. Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußballtalk. Das Ganze heute am Dienstag, dem 31.05.2016. Heute soll es ebenfalls um ein sehr heikles Thema gehen, das erst vor 3-4 Stunden veröffentlicht wurde, also ziemlich frisch ist noch. Und zwar geht es hierbei um die Nicht-Vertragsverlängerung von Henrik Mkhitaryan. Das ist jetzt natürlich ein Schlag ins Gesicht für jeden Dortmund-Fan hier unter den Zuschauern oder generell für jeden Dortmund-Fan einfach ein absoluter Schlag ins Gesicht, dass Henrik Mkhitaryan wohl die Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Das Ganze hängt, so wie es aussieht, mit seinem Berater Mino Raiola zusammen, unter anderem Berater von Pogba, Berater von Ibrahimovic, Berater auch von Mario Balotelli, und der scheint alles andere als überzeugt zu sein, alles andere als nicht davon überzeugt zu sein, dass sein Schützling weiterhin bei Dortmund bleibt, und scheint überzeugt davon zu sein, dass Mkhitaryan seinen Vertrag nicht verlängern wird und eben den Verein wechseln wird. An der Schlange stehen auf jeden Fall einige, ja, großen Vereinsnamen, die natürlich Interesse haben an Henrik Mkhitaryan. Unter anderem der FC Chelsea, der FC Arsenal und Juventus Turin haben schon, ja, in letzter Zeit öfters mal Interesse am Armenier bekundigt. Also da finden sich schon mal drei Vereine, die großes Interesse an Mkhitaryan hätten. Jetzt ist die Frage, was macht Dortmund? Werden die komplett zerfallen? Das ist eben die große Frage. Aller Meinung nach ist wirklich Marco Reus der Einzige, der wirklich bei Dortmund, ja, hundertprozentig bleiben möchte. Hummels ist weggegangen zu Bayern, Gündogan zu Manchester City, allem Anschein nach, also der wird auch wahrscheinlich wechseln. Aubameyang wird ständig mit Wechseln zu Real Madrid in Verbindung gebracht und hat ja auch selber mal zugegeben, dass sein größter Traum es mal wäre, in Spanien bei Real Madrid zu spielen. Und jetzt auch noch Henrik Mkhitaryan, der seinen Vertrag nicht verlängert und wechselt, beziehungsweise wechseln möchte. Das ist jetzt natürlich für jeden Dortmund-Fan ein großer Schock, denn damit würde man wirklich die 4-5 größten Leistungsträger verlieren. Das ist auf jeden Fall alles andere als einfach zu verkraften. Das wäre so, wie als würden bei Bayern, sagen wir mal, Müller, Lewandowski und Douglas Costa und Neuer oder Lahm oder Boateng, wenn die alle halt wechseln würden oder sagen würden, nee, ich verlängere meinen Vertrag jetzt nicht, sondern ja, lass den auslaufen. Das ist jetzt auch die Frage, wie wird Dortmund das Ganze eben handhaben, Versprecher, Verbrecher? Wie wird Dortmund das Ganze eben jetzt handhaben? Mit Henrik Mkhitaryan wird man sagen, du spielst jetzt noch das eine Jahr, sein Vertrag läuft nämlich 2017 aus, das heißt nur noch für diese Saison. Oder sagt man, gut, du willst deinen Vertrag nicht verlängern, wir versuchen dich nochmal zu verkaufen, um wirklich die, ja, größte Ablösesumme daraus zu holen. Das ist jetzt eben die große Frage. Bei Hummels hat man es ja auch geschafft, den für über Marktwert noch zu verkaufen, obwohl der nur ein Jahr Vertrag hat. Wenn man weiterhin so hartnäckig bleibt und das gleiche auch bei Mkhitaryan macht, dann könnte der auch für, sagen wir mal, 35 bis 40 Millionen gehen. Dortmund macht ein Plus und kann sich mit diesen, ja, 35 bis 40 Millionen nochmal neu aufrüsten. Aber das ist halt echt bitter, und ich finde es ziemlich, ja, undankbar von Henrik Mkhitaryan, jetzt seinen Vertrag nicht zu verlängern. Ich meine, Dortmund hat ihn ja from zero to hero gezogen, wirklich. Das ist echt unglaublich, dass Mkhitaryan seinen Vertrag jetzt nicht verlängern möchte, zu der Phase, wo Dortmund halt wirklich schon, ja, wieder mal in Schlagdistanz ist zu den Bayern. Dass er da seinen Vertrag nicht verlängern möchte und allemal schon nach wechseln will, das ist natürlich seine Entscheidung, aber ich finde es schon ziemlich undankbar, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, Dortmund hat ihn über 2 Saisons behalten, hätten ihn auch schon längst verkaufen können. Für 27,5 Millionen gekauft, 2 Jahre eben behalten, und jetzt hat er wirklich mal gezeigt, dass er das Geld wert ist. 23 Tore, 32 Vorlagen in 52 Spielen, das ist natürlich eine sehr krasse Hausmarke, muss man sagen. Heißt wirklich in jedem Spiel mindestens über 1 Scorerpunkt. Was eine sehr kranke Quote ist, muss man sagen. Und dass er jetzt nicht verlängert, das ist sehr schade für mich auch, finde ich. Also auch von mir aus gesehen ist es schade. Als Bayern-Fan freut man sich halt auch so ein ganz bisschen, weil es ist halt der direkte Konkurrent, wenn der halt jetzt nicht unbedingt mehr die absoluten Leistungsträger hat, die Borussia Dortmund ganz easy einfach mal gesagt, ja, zur Meisterschaft schießen könnten. Wenn die halt wechseln, natürlich freut es einen auch. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich hab's heute auch nicht wirklich mit der Sprache. Also, es wäre natürlich sehr schade, auch als Bayern-Fan das Ganze mit ansehen zu müssen, wenn, ja, Mkhitaryan von Dortmund weggehen würde, weil das sind halt die Spieler, die Dortmund zu einer Meisterschaft schießen könnten, ne?
Beziehungsweise das sind halt die absoluten Leistungsträger, die dann weggehen würden. Einerseits freut man sich, man hat ja quasi den geschwächten Konkurrenten vor sich, aber andererseits ist es halt auch schade, weil damit die komplette Spannung wirklich in der Meisterschaft flöten gehen würde. Jetzt meine Frage an euch, glaubt ihr, Mkhitaryan verlängert seinen Vertrag noch? Glaubt ihr, er geht? Wenn ja, für wie viel und wohin? Und wen holt Dortmund als Ersatz für einen Henrik Mkhitaryan? Glaubt ihr, es wird ein adäquater Ersatz, der das Ganze wirklich machen könnte, der den Mkhitaryan komplett ersetzen würde? Oder glaubt ihr, es wird wieder ein Talent, was sie ja quasi aufbauen, bis eben eine Stufe erreicht ist von Henrik Mkhitaryan? Das würde mich mal interessieren. Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für die heutige Folge vom Fußballtalk. Gerne eure Meinung zu dem Thema unten in die Kommentare und die Fragen, die ich gerade nochmal gestellt hatte, beantworten. Also, glaubt ihr, Mkhitaryan verlängert? Glaubt ihr, er wechselt? Wenn er wechselt, für wie viel? Wohin und wen holt Dortmund als Ersatz? Ein Youngster oder eben ein Spieler, der schon etwas etablierter ist? Das auf jeden Fall alles gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Heute noch eine Folge der PSG-Karriere. Ich schreibe das dann auch nochmal unten in die Kommentare, um wie viel Uhr das Ganze ja veröffentlicht werden soll. Und ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, haut auf jeden Fall den Daumen nach oben rein. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich und wünsche euch einen wunderbaren Dienstag. Bis dann, haut rein und ciao.